Ja, hallo. Erstmal herzlich willkommen zum Treffen unseres Ordens der Clanbrüder. Ich würde sagen, wir machen mal eine Ausnahme und nehmen diese schrecklichen Masken ab, oder? Man sieht ja die hübschen Gesichter gar nicht. Ja, also ich wollte euch erst noch mal sagen, ich freue mich riesig über meine Wahl zum großen Hexenmeister und möchte euch an dieser Stelle noch mal persönlich versichern, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um jeden zu bekämpfen, der nicht zur protestantischen weißen Herrenrasse gehört. Tod den Niggern! Ach, danke, ihr seid süß. Ja, Charlie. Ich wollte nur fragen, ob wir nur Nigger oder auch andere Randgruppen ausgrenzen. Erstmal einen ganz dicken Applaus, dass der Charlie den Mut hatte, das hier trotz seiner Artikulationsschwäche vor allen vorzutragen. Danke. Hank, du kannst stolz sein auf deinen Mann. Ach, guck mal, da kommt ja auch der Tom. Entschuldigt bitte die Verspätung. Ich habe super lang gebraucht, um da hinten über die Brücke zu kommen. Oh ja, das ist auch wirklich ein Skandal, dass der Weg hierher immer noch nicht barrierefrei ist. Ja. Du, Tom, unser Charlie hier fragte gerade, ob wir auch andere Randgruppen ausgrenzen oder wirklich nur Nigger. Ja, wenn ich da direkt was zu sagen dürfte. Gerne. Ich finde, dass wir es für den Anfang tatsächlich erstmal bei Niggern belassen sollten. Finde ich im Prinzip auch gut. Ich habe natürlich nur als Blinder das Problem, dass ich einen Nigger oft nicht erkenne, wenn er vor mir steht. Du, Ralph, sehe ich genauso wie du. Sieh mal. Boah, ich rede mich in Teufels Küche. Scheiße. Los, Leute, nicht viel weg! Freunde, macht ihr euch wieder über uns lustig? Larry, merkt ihr, wer dabei war? Mach ich.